Herren, Leute, ich heiße euch willkommen zu... Bin jetzt in Jurassic Park. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was das Ganze hier wird, aber dieses Titelbild, der hat mich überzeugt. Ich meine, schaut es euch an. Der komische Minion-Typ und dann die Ver... Warum ist da ein Zebra? Und warum ist da ein Gorilla? Und warum sind alle in verschiedenen Artstyles? Ah, das wird zaubernd. Okay, starten wir einfach mal. Und... Oh. Ich kann hier verschiedene Dinos hinstellen. Und das war's. Warum werden immer solche Spiele vorgeschlagen? Oh Junge. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wirklich ist, aber es war das Einzige ohne schwangere Leute. Okay, erstmal brauchen wir einen schicken Hintergrund für euch. Nehmen wir das Bett. So ein Bett hatte ich damals auch, als ich es immer mit meinem Stiefbruder teilen musste. Kurz bevor mich mein Onkel da unten angefasst hat. Das waren gute Zeiten. Kannst du mir helfen, es aufzustellen? Okay, mach ich. Oh Junge, das wird komplex. Da ist nämlich... Entschuldigung, fuck. Ich weiß halt wirklich nicht, wie es geht. Kann ich dir einfach... Oh. Okay. Du machst das schon. Ich habe nicht keine Ahnung, wie es wirklich funktioniert. Deswegen fahre ich das Zeug einfach irgendwo rein und du übernimmst den Rest, okay? Da eine Leiter. Warum muss ich dieses Bett aufstellen? Was soll der Schwachsinn? Kann ich nicht, weiß auch nicht. Nicht das hier machen. Hey, gute Arbeit. Und jetzt lass uns das Bett customizen. Ist das hier... Ist das so ein Dress-Up-Spiel für Betten? Für Leute, die große Fans von Möbeln sind? Okay, klick hier um einen... ich kann ein Muster wählen. Entschuldigung. Oh. Bezaubernd. Kann ich auch... Oh, ich kann da was hinmalen. Verdammte Scheiße, geh weg, Schneeflocke. Ich kann da was hinmalen. Okay, erstmal die Hauptfarbe möchte ich gern... Irgendwas nicht ganz so aufdringliches. Wie wäre es mit Pink? Und den Stift machen wir in dem Farbton. Und wir malen einfach mal eine majestätische Kreatur, die erstmal zwei große Augen hat. Große Augen. Und dann würde ich sagen... machen wir uns mal nichts vor. Sie hat auf jeden Fall einen ganz lustigen Hut auf. Welcher lustig aussieht. Und das ist auch so eine Bobbelmütze quasi. Weil ich ja, da würde sagen, eine Zipfelmütze. Aber ich würde nicht ganz so weit gehen. Und dann die Wimpern sollten wir natürlich auch nicht vergessen. Die Wimpern. Ja. Und ich glaube, es sollte vielleicht auch noch ein bisschen schneien hier gerade. Okay. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut soweit. Und das würde ich gerne verwenden. Wisst ihr, es ist ein schönes Gefühl, wenn man sieht, dass seine Vision zum Leben erweckt wird. Es wird lebendig. Es wird zaubernd. Ah. Er ist aber auch eine schöne Mütze, die der gute Typ mit den zwei Augen da auf hat, muss man ihm halt auch lassen. Ich wäre stolz, wenn ich so eine Mütze haben könnte und damit dann mein Bett bemalen. Ja, das würde mich freuen. Aber niemand hat jemals mein Bett bemalt. Das musste ich immer selbst machen. Mit Tränen und Blut. Es war nicht schön, aber ich habe es getan und es hat sich am Ende gelohnt. Wisst ihr was? Das gefällt mir ziemlich gut soweit. Kann ich bitte weitermachen? Ja, kann ich. Okay. Was ist das? Oh, wir können... Oh, jetzt werden erstmal die coolen Laken ausgesucht. Wir nehmen das hier. Weil das sieht ein bisschen aus wie der Typ mit den zwei Augen. Oh mein Gott, ich kann Muster auf die Laken malen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Das ist erstmal... Das ist eine gute Farbe. Nehmen wir das Lila wieder. Ich würde sagen, wir machen einfach...
einen kleinen Klassiker. Und zwar malen wir ein relativ modernes Muster, das man sieht ja, im Internet liest man dann dauernd davon. Ich glaube, es ist inzwischen ein relativ beliebtes Muster. Und ja, deswegen sollten wir es auf jeden Fall hier auch mit reinpacken. Denn, ja, und noch ein paar schöne Berge. Und hier natürlich noch ein bisschen Schnee auf der Spitze des Berges. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich bin zufrieden damit. Ich glaube, das ist ein schönes Muster und das würde ich ganz gerne auf meiner Bettwäsche auftragen. Ja, danke. So, kann ich da oben auch noch ein bisschen was? Oh, es ist wunderschön. Es ist absolut wunderschön. Okay. Kissen. Was möchten wir denn für Kissen haben? Oh, die Kissen sind perfekt. Die Kissen sind perfekt. So, erstmal brauchen wir eine Hintergrundfarbe. Wir nehmen das hier wieder. Das ist relativ neutral und unaufdringlich, habe ich mir sagen lassen. Dann machen wir gelb dieses Mal. Und, was wollen wir denn machen? Wir machen... Ich weiß was. Wir sind ja lustige Leute hier. Deswegen machen wir... Wir versuchen, einen etwas jugendlicheren Style einzufangen. Einen, der schreit, hey, ich bin eine lustige Person und nicht, ich bin eine schreckliche Person, bitte bring mich um. Nein, das ist ziemlich humorvoll und deswegen mögen die Leute das auch. Und deswegen sollten wir es auch auf jeden Fall machen. Hier die etwas klassischere Variante. Ich nenne sie den Zwinkerer. Und was wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten, ist der etwas dramatische Schrei, wie man ihn so schön nennt. Ja. Das gefällt mir eigentlich so auch ganz gut. Das würde ich ganz gerne auf meine Kissen auftragen. Ah, da ist ja schon der Zwinkerer. Hallo, Zwinkerer. Ja, der Zwinkerer ist überall, wie mir scheint. Das ist aber schön für den Zwinkerer. Gott, diese verdammte Musik. Sie ist wundervoll. Ja, der gute Zwinker. Der Zwinkerer, der ist mir sowieso von all den Mustern. Ist der mir ja auch der Liebste. Deswegen finde ich es ganz gut, dass der hier überall zu sehen ist. Wesentlich besser als der Katzenfreund zum Beispiel. So, weiter bitte. Ich liebe dein Design. Zeit für uns ins Bett zu gehen. Oh, jetzt können wir euch mal ein bisschen die Bettwäsche anziehen. Erstmal brauchen wir natürlich eine angemessene Frisur zum Schlafen gehen. Und ich weiß nicht, wie es bei Frauen so wirklich läuft, aber ich denke, wenn man schlafen gehen will, dann... gibt es eigentlich nichts Sinnvolleres, als sich die Haare ein bisschen hochzustecken. Ich meine, wenn ich vom Schlafen gehen, wann dann? Ich wüsste es nicht. Ich weiß nicht, was das sein soll. Haben wir nicht vielleicht was weniger Bequemes? Nehmen wir das da, das kleine Häschen. Und dann, nein. Also, soweit ich das verstanden habe, sollten deine Beine kühl sein. So funktioniert das. Und das ist ein kleines Oinki Oinki. Ah nein, das ist zu viel des Guten. Das können wir nicht machen. I walk up like this. Das ist es. Das ist es. Das ist die schlichte und unaufdringliche und gemütliche Damenmode, nach der ich gesucht habe. Perfekt zum Schlafen gehen. So, dann können wir natürlich noch Socken raussuchen. Nehmen wir gar keine. Und Schuhe. Ja, ein paar Absätze. Die machen sich gut, wenn man schlafen gehen will. Okay. Aber ich sage, du bist auf jeden Fall bereit. Jetzt fehlst du. Du brauchst natürlich auch noch ein etwas, Das ist perfekt. Also eine perfekte Frisur. Musst du mit dir nur immer machen, bevor du schlafen gehst. So, und dann müssen wir noch ein... Eis. Ein köstliches Outfit suchen. Ja, das scheint mir doch auch angemessen zu sein, wenn man schlafen gehen möchte. Oder wir nehmen einen Einteiler. Wir nehmen das. Ja. Auch das scheint mir wieder sehr angemessen zu sein. Und Schuhe nehmen wir, wer schlafen geht, der braucht natürlich Schuhe. Wir nehmen Mickey Mouse Schuhe. Denn das ist das Unternehmen, an das du deine Seele verkauft hast, junge Dame. Deine Seele. Deine süße, junge, unschuldige Seele. Okay. Show, zeig mir, was ich geschaffen habe. Zeige es mir.
Ich möchte mich ja nicht zu sehr loben, aber jetzt, das ist auch noch hier drin, Glitzer, Funkel, Staub, Schneid, das macht alles noch sehr viel besser. Und die Zwinkerkissen, die sitzen schon da und sagen, wirst du dich gleich mit deinem Gesäß auf mich setzen? Du verstehst, er zwinkert. Und da unten natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, der alte Klassiker, die schöne Mütze, kombiniert mit dem leichten Schneefall, vor dem die Mütze sie ja beschützen sollte. Und auf diesen Teilen war auch irgendwas, was ich ja vergessen habe. Und die beiden, natürlich eine schön gemütliche Frisur, wie es üblich ist. Geschminkt haben sie sich auch extra nochmal vor dem Schlafengehen, das ist auch wichtig. Ziemlich bequeme und ja, schlaftaugliche Kleidung. Und natürlich Schuhe mit Absätzen. Und ja, doch, ihr habt beide Schuhe mit Absatz noch. Das ist, das scheint mir so eigentlich ein ganz gutes, eine gute zur Schaustellung von den Schlafgewohnheiten der Damenwelt zu sein. Ich meine, ich kenne mich aus damit und ich meine, dass es so ist. Und jetzt. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht. So jung und unschuldig. Oh, gute Nacht. Gute Nacht.